persönliches Highlight, das Ihnen auch immer wieder Spaß bereitet? Ja, da muss ich Ihnen noch was ganz Besonderes für unsere Firma Helga Kreft zeigen, was auch etwas lustig ist. Ja. Sie werden gleich grinsen. Oh, okay. Und, ja, das sieht sehr simpel aus, auf jeden Fall. Es ist auch simpel. Es ist ja meistens so in diesem Bereich, was simpel ist, ist meistens gut. So, das ist ja einfach, es ist eine Erfindung, die wir gemacht haben vor ungefähr 20 Jahren. Es sind Stelzen. Stelzen mit Hufen unten, die sehen auch wirklich echt aus, gell? Echten Hufeisen, haben Sie recht. Das sind Ponyhufeisen, okay. Unterwärts angebracht, ausgefräst wie so ein Pferdehuf, so leicht stilisiert. Und nun zeige ich Ihnen gleich mal was, oder Sie dürfen gleich mal lauschen. Ja, gerne. Wo machen wir das? Hier auf dem Teppich oder genau, gehen wir davor? Ja, ich werde hier auf eine freie Fläche gehen. Ja. So, dann will ich mal auf das Pferd steigen. Jetzt bin ich gespannt. Sie haben mir guten Ton versprochen. Ja, also der Sound wird sogar vom Film genutzt. Das ist wirklich so, das ist kein Witz. Mit diesem Spielzeug. Ich reite los. Im Schritt. So, jetzt habe ich natürlich als Hersteller damit schon viel gelaufen. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt noch mal einen nächsten Schritt. Nun klingt es noch echter. Das ist ja Wahnsinn. Eine Frage habe ich dazu noch. Wie kommt man auf diese Idee? Weil es sieht eher ungewöhnlich aus, aber ist auch so simpel. Also diesmal ist es nicht in einer Kneipe entstanden. Okay. Das kann ich schon mal nicht sagen. In der Kneipe, sondern nein. Für wen wurde das entworfen? Für meine kleine Schwester. Vor 18 Jahren habe ich das im Keller entwickelt. Bin zu einem Schmied gegangen, habe alte Hufeisen genommen und so etwas gebaut, was dann so ähnlich aussah, nur mit Schnitzmessern bearbeitet. Und heute sieht es halt so aus und man kennt es unter dem Namen Shady-Hufe. Aber so fing die ganze Geschichte an. Und das heißt, das ist wirklich so ein Stück, das Sie für die Familie gemacht haben, das jetzt einfach den Weg in den freien Markt geschafft hat. Ja. Da werde ich langsam neugierig. Wiederholt sich diese Geschichte bei Ihrer Firma öfter? Ja, also wir haben ja schon so Produkte, die wir seit 30 Jahren herstellen. Wir sind groß geworden mit den Tütenpuppen, die man kennt. Ja. Diese Tütenkasper. Die habe ich, glaube ich, hier hinten auch an der Wand gesehen. Ja, die sehen Sie da hinten an der Wand. Genau, die... Ja. Die fanden beim ersten Messeauftritt, wurden sie das erste Mal gezeigt, da wurden Schlafanzüge auseinandergeschnitten. Vor 30 Jahren heißt, Helga Kreft war da schon auch ganz vorne mit dabei, oder? Ja, da fingen sie an und dann wurde der Erfolg immer größer quasi. Und dann kamen unsere Schwingvögel dazu, die heute in keinem Kinderzimmer mehr fehlen. Die man auch hier oben sieht, einmal ziehen und der Vogel fliegt genau, los. Genau, das kommt alles quasi aus unserer Feder. Mhm. Wissen die Leute gar nicht, weil wir oft so im Hintergrund sind, aber doch, ich sage immer, wir sind nicht zu unterschätzen und das ist so. Und wenn ich mir Ihr Design ansehe und dann aber auch von Ihrer Philosophie höre, würde ich jetzt mal behaupten, es ist so eine gute Mischung aus modernem, schönen Design, aber auch diese traditionellen Werte, handmade und eben einfach halten, keep it simple, wird bei Ihnen schon ganz groß geschrieben, oder? Ja, das stimmt und das schätzen auch unsere Kunden auf der ganzen Welt, dass wir quasi das halten, was wir versprechen, das einfach halten und auch mit den Zusatzstoffen oder Lacken, dass es speichelecht ist. Natürlich, dazu sind wir heutzutage verpflichtet, aber möglichst wenig an solchen Sachen auftragen auf unser Produkt, dass alles noch recht roh gehalten ist, auch man das nachvollziehen kann, vielleicht auch selber Sachen bemalen kann und einfach alles durchschaut und verständlich ist. Das klingt für mich nach einem sehr, sehr schlüssigen Konzept. Ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg noch für die Zukunft. Danke. Und vielen Dank für den Einblick bei Ihnen. Gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.